Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ihr hört, die Fortis haben da mal wieder was angelockt. Aber die verrecken gerade oben elendig. Ha, ha, ha. So, ich habe wenig weiter gemacht. Weiß nicht, was ich gemacht habe. Nur 6 Stück davon. Taschen sind mir zu voll. Ich muss mal eben ein bisschen aussortieren hier. Gravel nehmen wir noch mit. Gravel machen, oder? Mal. Passt ein Slot frei. Was brauche ich? Holz brauche ich gleich noch. Dann brauche ich nicht. Gut. Und zwar habe ich angefangen, meinen Todesschacht weiterzubauen. Tot. Ich habe hier ein Loch reingekloppt und da wird dann eine Leiter runtergehen. Und hier unten werden dann die Spikes draufstehen. Also das werden die Spikes sein. Ich habe es mal hier so gemacht, dass man das ein bisschen sehen kann. Das werde ich noch alles weiter nach hinten buddeln, damit wir mit 2 Reihen Spikes haben. Und dann werde ich jetzt... Jetzt habe ich mein Holz vergessen. Muss ich mir eben überlegen, wie ich die Wartungsklappen baue. Offen. Okay, nicht. Machen wir so. So. Setze. Da kommt dann ein normaler hin. Noch ein. Hätte ich nur 2 Stück gebraucht. Egal. Das Ziel ist es, dass ich hier dann schön Bikes reparieren kann. In der Mitte auch gar nichts machen. Einfach so offen. Und dann stehen die Viecher 1, 2, stehen hier drauf und kloppen dann gegen diese Schicht. Die wird dann aus Rebuff-Frames bestehen. Beziehungsweise nicht in den Frames, sondern Reinforced Concrete. Wand mache ich auch noch aus normalem Concrete. Auch, das ist halt die Stelle, wo die gegenhauen. Ja, so machen wir es. Mal weg. Vollständigkeit halber. Ob ich die Rückwand jetzt noch mache, erstmal nicht. Nicht so viel Material. Halten, okay. Dann hin machen. Zack. War ich jetzt auf der Seite? Ich sollte dem eigentlich nicht so im Wege stehen hier. Da fehlt mir einfach nur ein bisschen, damit jetzt schön aussieht. Ein. Ist zwar nicht viel Platz, muss aber auch nicht sein. Pack Leiter nach oben und gib ihm. Ja, würde sagen, so machen. Ich bin noch weg. Ich habe gesagt 5, ne? Das heißt, hier steht auch noch einer. Thank you.
besten mache ich den Käfig hier. Was Käfig? Das Ding auch noch aus. Aus Zement, Beton. Ja, komm, machen wir. Machen wir das so, dann ist das ja alles wirklich sicher, wenn die da reinfallen. Und dann können auch die Cops platzen. Das wollte ich schon das böse B-Wort sagen. Den Boden mache ich auch aus Concrete. Dann sind wir da absolut auf der sicheren Seite. Dann weiter raus. Darüber gibt es dann halt einen Überhang aus Concrete. Da kann ich nur selber hier reinfallen. Wenn ich selber reinfallen, dann ist es vorbei. Dann war es das. Nur echt nur sicherstellen, wenn die reinfallen und platzen, dass dann nicht aus Versehen Sand weggeht und meine ganze Rampe oben einstürzt. Deswegen kommt hier ein gutes Fundament rein. So. Das sind die Spikes. Concrete. Muss. So. 3, 4, 5, 6, 7. Ja gut, habe ich noch ein bisschen was übrig. So. Oh, leere Hände. 3, 4, 5. Bikes drauf. Und der Rest ergibt sich dann. Ja, auch nur zwei oder so hoch sein. Wenn ein Spider da reinfällt, der ja, fällt er dann hier hoch. Spider-Schutz, ja, das wäre noch eine Idee. Problem ist halt, wenn das nur ein breit ist, wenn ich da nicht anders rausgesprungen komme, kann ich auch keinen Spider-Schutz da reinsetzen, effektiv. Natürlich hier ringsrum einen Spider-Schutz bauen, dass der Einfallsschacht mal dicht ist, dass sie sich da wehtun. Okay, so jetzt die Wände noch weg. Und dann. Das normal nicht aus Post. Das muss jetzt einfach so halten. 2, okay, da hinten 3 noch ein und dann. Was? Muss ich also noch viel mehr Material beschaffen, weil die Rampe selber muss auch noch gebaut werden. Eins, zwei rein Spikes. Rein Spikes. Ah, nee, machen wir zwei rein Spikes. Das, die dritte kommt man hinten immer schlecht ran, wenn man da irgendwie was reparieren möchte. Das funktioniert nicht so ganz so gut. Kling. So. Ja. Rückwand. Okay. Und das noch dicht machen und dann haben wir's.
Zack. Das sieht irgendwie richtig fies aus. Passt alles wunderbar. Gut, hier wird das offene Ende sein. Da fallen sie dann rein. Bäh. Nur ein bisschen Platz, sich zu bewegen. Okay, die Stellen hier. Mein Gott. Okay, dann brauche ich jetzt Holz und massig Gravel. Wieder rauskommen. Ja, 111 wird. Ein einzelnes Blöckchen. So. Gut. Dann fahren sie rein und da sterben sie dann noch hoffentlich. Dann gieße ich mal eben Reinforced Concrete. Beziehungsweise mache ich mir eben eine Leiter. Rauskommen. Da kommt einfach eine Hedge oben drauf. Zack, fertig. Weg. Klettern. Ja. Ja, es gibt ja bald diese neuen Vault Hatches. Was? Achso. Diese Metalldinger, das sieht ja richtig gut aus. Nicht aus Polstern. Okay. Da drauf so. Selber gesetzt. Na gut. Was war denn das? Wäre ja völlig neben der Spur hier. Oh. Ja, probier nochmal. Sag weg damit. Da ist das Loch, Mensch. Geht. Dann klebt man noch ein bisschen an der Leiter fest hier. So, ich setze die Spikes jetzt noch nicht da rein. Ich brauche in der Mitte wirklich nur was. Weil dürfte eigentlich nichts, ne? Wie die Spikes sind. Oder die dann doch da rein. Warte mal, wenn die Spikes sind, dann können die Kriecher hier rein, ne? Das ist doch auch scheiße. Da die zum einen verkalkuliert oder was? Richtig. Oh shitty. Na gut. Ein kleiner Berechnungsfehler, aber wenn wir genau noch den übrig. Wir müssen ein. Ja, da habe ich jetzt mal richtig Mist gemacht. Das heißt, wenn die Spikes hier sind, dann kloppen die nicht da drauf, sondern da. Oh Mann! Was habe ich denn hier gemacht, ey? Okay, jetzt nochmal ganz langsam. So, das sind jetzt die Spikes hier. Spikes. Noch hier ist doof. Genau, man muss hier einfach eine Reihe Rebar-Frames rein.
So sollte das doch funktionieren. Sind, dann kann ich die schön von hier drin. Genau, dann kommen die Kriecher auch nicht hier rein. Kommen jetzt auch nicht mehr raus. Ja, okay, so ist es richtig. Boah. So ist es richtig. Genau, dann kann ich hier Spikes reparieren und da kommt einer. Durch. Alles klar. Und ich komme mit dem Bike hier raus. Gut. Da Keller, Kielraum. Ja, jetzt geht es wieder darum. Gravel, ich brauche hierfür auch noch ein bisschen Matsch. Das sieht eigentlich immer schlecht aus, ne? Bikes sind da. Mach ich mal ein bisschen Platz in den Taschen. Woodframes sollte man immer dabei haben, egal was kommt. Auch so ein Kabinettkammer weg. Concrete Ramp brauche ich erstmal auch nicht. Jetzt muss ich darum erstmal wieder kleine Steine herzustellen. Die sollten zwischendurch sein. Jo. Ja, da geht schon. Da habe ich auch nochmal. Da geht schon gut was bei drauf. Mit Mix. Okay. Was ich nicht vergessen darf, Munition. Nur 6, aber nee. 86. Das mal. 50 Stück. Ja, aber klar. Beine müssen leider erstmal kurz warten. Ich brauche jetzt erstmal Munition. Schön, dann gucken wir mal, was der Garten macht. Ne, hier kommen wir gar nicht raus, ist ja noch nicht offen. Lange nicht mehr nach draußen geguckt. Er wächst und gedeiht. Hier brauche ich auch noch viel Material für dann. Den können wir, wo denn die Spideys gestorben sind. Na, hier. Gerade verschwunden. Sehen, ob wir das Haus treffen. Yes! Da hört man das Holz splittern. Oh, es ist echt sehr ruhig, ne? Also sagen, Bäume sind fertig, schön. Munition auch gleich. Soll ich ein bisschen Holz hacken gehen? Komm, wir ein bisschen Holz hacken. Das können wir immer gebrauchen. Noch eine Einfahrt? Nein, Quatsch. Ich mache keine Einfahrt mehr. Die eine muss da mal reichen. Schwester, was machst du bei unseren Bäumen? Da kommt noch jemand. Was ist denn das? Oh, oh, Vorsicht. Fallen aber auch, wie sie wollen jetzt hier. Kommt nicht zum Ehen. Verlaufen? Zombie in the tree. Ey. Ach, keine Power mehr.
Scheiße, nein, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Ja, Panik. Andere Fehler. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann ich hier hinblocken. Alter Schwede, ey, diese Kackköter. Da sind noch mehr. Seht ihr die da hinten? Hier bin ich. Ah, ey. Wenn ich mal treffe. 181. Laufen Sie hin. Schnell Munition machen. Kommt her! Und jetzt keine von hinten. Boah, Panik gerade. Immer mehr. Ich hasse. Ey. Auch noch einer. Irgendwo hechelt dann noch was. Oh ja. Echt blöd, wenn diese Scheißdinger nicht hochgehen. Oh Mann, Folge schon fast zu Ende, aber komm, die. Ja. Und Ende im Gelände. Ist noch einer. So, jetzt aber. Ruhe hier.
Meine Lieben, wir sind damit am Ende dieser Folge angelangt. Und haben es überlebt, Gott sei Dank. Munition ist auch fast fertig. Also noch mehr und ja, viele, viele tote Hunde. Ich hole mir eben die Bäume hier und sage mal einfach bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Da lassen ist immer willkommen. Netter Kommentar oder ein Abo, was ihr möchtet. Und ja, bis nächste Mal. Dankeschön. Tschüss.